Ich war selber 8 Jahre Mountainbike-Profi und bin jetzt Nachwuchs-Nationaltrainerin der Frauen. Und der Wald bietet uns ein perfektes Trainingsgebiet. Es hat erstens keinen Verkehr und zweitens können wir uns auf alle Eventualitäten der Rennen vorbereiten. Wurzeln, Steine, verschiedene Untergründe, Kurventechnik usw. Der Wald ist für mich einerseits ein Trainingsgebiet, ist ein Spielplatz für Biker, ein Kraftort, Erholungsort und ja, Natur pur ist einfach schön. Wenn ich als Biker im Wald unterwegs bin, habe ich oft Diskussionen mit Fußgängern oder anderen Waldnutzern über legal, illegal, ist immer relativ ein schmaler Grat. Es gibt immer wieder schöne, aber leider auch unschöne Situationen im Wald. Beispielsweise haben die Leute Freude, wenn eine ganze Schar Kinder unterwegs ist oder wenn wir als Nationalmannschaft alle im gleichen Liebling auftreten. Unschöne Situationen sind zum Beispiel, wenn wir irgendwelche Hindernisse auf dem Weg finden, weil die Leute Bäume hineinlegen oder hat sogar auch schon gegeben, dass Tröge gespannt sind, was natürlich sehr gefährlich ist. Für mich ist eigentlich das Wichtigste, dass alle Waldnutzer Rücksicht nehmen aufeinander, einander Respekt erweisen und dass halt der Biker mal einmal mehr abbremst oder eben früh abbremst oder sich Leute montiert und die Fußgänger warnt, dass die Fußgänger Platz machen. Und auch akzeptieren, dass Biker den Platz dürfen haben im Wald, dürfen nutzen. Und dann, ja, wenn man gegenseitig Respekt hat, dann kommt es gut.